Wir zeichnen hier gerade ein Testvideo auf mit dem HTC Sensation, welches ich in meiner linken Hand halte. Und in der rechten Hand habe ich einen Samsung GTI 9100 Galaxy S2. Wir zeichnen das Video auf in Full HD, sprich 1920x1080 Pixel. Und wie ihr seht, haben wir gerade zurzeit ein ganz ruhiges Bild. Machen wir mal eine schnellere Bewegung, nämlich hier zum Beispiel. Und da seht ihr, wie sich das insgesamt anzeigen lässt. Beim Sensation sehe ich noch einen Ruckler. Beim Galaxy S2 sehe ich ein flüssiges Bild. Also das gilt zumindest jetzt für das jetzige Display-Bild. Ich weiß nicht, wie das später dann ausschauen wird. Und das Gute ist, ihr könnt das unterscheiden. Also das erste Video, was wir hier abspielen, das ist das Sensation. Das heißt, ihr könnt die Audioqualität nochmal hören. Und das zweite Video, was wir hier haben, ist das des Galaxy S2. Apropos, wir haben hier natürlich hier weitere Qualitätsmerkmale, nämlich wir haben ja den Himmel und natürlich scheint die Sonne da hinten. Und so schaut das Ganze aus, wenn wir jetzt einmal die Lichtempfindlichkeit sehen wollen. Ihr seht zum Beispiel, oder eine schnellere Bewegung, da ist jemand, der gerade durchfährt. So sieht das zum Beispiel aus. Wenn wir uns aber ein Objekt aus der Nähe holen und gucken wir zum Beispiel mal hier, dann seht ihr, dass das Galaxy S2 automatisch das Bild scharf stellt, wobei das beim Sensation nicht so der Fall ist. Da muss man erst raufdrücken und erst dann ist es scharf gestellt, nämlich jetzt. Und das ist ein bisschen schade. Ihr seht, ich versuche das ein bisschen ruhig zu halten, aber es ist wirklich schwer mit zwei 4,3 Zoll Telefonen zu arbeiten. Und hier seht ihr zum Beispiel, dass es erst mit dem Raufberühren scharf wird. Und wir versuchen so nah wie möglich ranzugehen, nämlich hier, um ein ruhiges Bild zu bekommen, beziehungsweise ein scharfes Bild zu bekommen. Ja, das war das eigentlich schon. Weitere Bilder findet ihr auf unserer Internetseite www.bestboys.de. Da könnt ihr auch wirklich Fotos miteinander vergleichen. Und wir sagen danke fürs Zuschauen. Bis bald. Wir zeichnen hier gerade ein Testvideo auf mit dem HTC Sensation, welches ich in meiner linken Hand halte. Und in der rechten Hand habe ich einen Samsung GTI 9100 Galaxy S2. Wir zeichnen das Video auf in Full HD, sprich 1920x1080 Pixel. Und wie ihr seht, haben wir gerade zurzeit ein ganz ruhiges Bild. Machen wir mal eine schnellere Bewegung, nämlich hier zum Beispiel. Und da seht ihr, wie sich das insgesamt anzeigen lässt. Beim Sensation sehe ich noch einen Ruckler. Beim Galaxy S2 sehe ich ein flüssiges Bild. Also das gilt zumindest jetzt für das jetzige Display-Bild. Ich weiß nicht, wie das später dann ausschauen wird. Und das Gute ist, ihr könnt das unterscheiden. Also das erste Video, was wir hier abspielen, das ist das Sensation. Das heißt, ihr könnt die Audioqualität nochmal hören. Und das zweite Video, was wir hier haben, ist das des Galaxy S2. Apropos, wir haben hier natürlich hier weitere Qualitätsmerkmale, nämlich wir haben ja den Himmel und natürlich scheint die Sonne da hinten. Und so schaut das Ganze aus, wenn wir jetzt einmal die Lichtempfindlichkeit sehen wollen. Ihr seht zum Beispiel, oder eine schnellere Bewegung, da ist jemand, der gerade durchfährt. So sieht das zum Beispiel aus. Wenn wir uns aber ein Objekt aus der Nähe holen und gucken wir zum Beispiel mal hier, dann seht ihr, dass das Galaxy S2 automatisch das Bild scharf stellt, wobei das beim Sensation nicht so der Fall ist. Da muss man erst raufdrücken und erst dann ist es scharf gestellt, nämlich jetzt. Und das ist ein bisschen schade. Ihr seht, ich versuche das ein bisschen ruhig zu halten, aber es ist wirklich schwer mit zwei 4,3 Zoll Telefonen zu arbeiten. Und hier seht ihr zum Beispiel, dass es erst mit dem Raufberühren scharf wird. Und wir versuchen so nah wie möglich ranzugehen, nämlich hier, um ein ruhiges Bild zu bekommen, beziehungsweise ein scharfes Bild zu bekommen. Ja, das war das eigentlich schon. Weitere Bilder findet ihr auf unserer Internetseite www.bestboys.de. Da könnt ihr auch wirklich Fotos miteinander vergleichen. Und wir sagen danke fürs Zuschauen. Bis bald.